So, und in unserer digitalen Welt haben wir natürlich jetzt die Kontroverse von mir. Ich nutze das Tool natürlich, keine Frage. Aber trotzdem, und ich war, das müsst ihr wissen, ich war eine, die gesagt hat, wir brauchen einen PC. Ich war ja mal verheiratet und mein Mann wollte einen Beamer und ich wollte einen PC. Und ich bin schon fortschrittlich visionär und immer den neuen Dingen sehr aufgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, ich bin in meinem Alter auf TikTok. Dank meiner Tochter, die gemeint hat, das würde auch was bringen. Aber ansonsten bin ich auch natürlich auf allen anderen Social Medias vertreten, nur um das Positive und das Schöne weiter zu transportieren. Das heißt, ich nutze dieses Medium für was Gutes, hoffe ich doch. Aber es ist genug Müll drin. Also ehrlich, man der Hütter, ich möchte dem Hütter wirklich sagen, dass ich ihm dankbar bin für den Satz. Und er gesagt hat mal, warum er das tut. Und da hat er dann gesagt, ja, man kann doch diesen Dummen nicht das Feld völlig überlassen. Und diese Arroganz finde ich angebracht bei dem, was uns da überschwemmt. Also gut, wir füttern auch. Und weiter im Text, Schlechtwetterprognose, Depression bitte. Ich war ja sehr sozial kritisch, künstlerisch interpretiert in einem Wetterbericht. Ich habe immer einen Ausdruck für Wetter, habe ich da verwendet und lyrisch verfasst. Zum Donnerwetter nochmal, warum tue ich mir das überhaupt erst an? Ich habe ja noch so einen Energiefresser, den PC. Gleich hochfahren steht auf meinem Plan. Den virtuellen Briefkasten überspringe ich gekonnt und verschiebe die Wolkenfelder wie gewohnt auf morgen. Wen interessiert das eigentlich noch? Das meiste davon könnte ich sowieso ungelesen sofort entsorgen. Weiter zum Nachrichtenportal verspricht das auch nicht viel mehr Würde. Schon klar, mein Denken und Werten ist selten und meine persönliche Bürde. Ich lese also hier, dass Mutter Natur bald nichts mehr herzugeben vermag, sie gut zu behandeln, aber bisher in der Verantwortung jedes Einzelnen lag. Auch dass durch des Erdbewohnern Schuld der Klimawandel nicht aufzuhandeln ist und alles zerstört. Der Mensch, dieses Monster mit seinem Fortschritt gegen sich selbst agiert, aber das bleibt ja unerhört. Und die Gesellschaft gänzlich aus dem Gleichgewicht gekommen, samt Geldsystem und Steuer. Hier ruhen Arm und Reich sich auf jenen in der Mitte aus, drum wird es für den besonders teuer. Ups. Und in diesem Absatz gibt es etwas, was ich schwer bereue, es geschrieben zu haben, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Aber zu meiner damaligen Erkenntnis und Wissen. Ja, und das ist das mit dem Klimawandel. Also der Klimawandel, es gibt Leute da draußen, die glauben das. Das ist nicht wahr, was sie euch über das erzählen, aber ich habe es auch geglaubt. Darum habe ich das auch geschrieben. Aber wahr ist, dass der Mensch, dieses Monster, unter Anführungszeichen, mit seinem Fortschritt gegen sich selbst agiert, aber das bleibt ja unerhört. Und das würde aber nie den Kontext mit dem Klimawandel bringen, sondern mit dem, was wir mit uns machen lassen. Und Gott sei Dank gibt es eine Gegenwelle. Gott sei Dank gibt es wache Menschen. Gott sei Dank gibt es wirklich noch seelisch reife Menschen. Gott sei Dank gibt es Menschen, die die Tools nicht verteufeln, wie zum Beispiel das Internet oder die digitale Welt oder KI oder diese ganzen Dinge, die kommen werden, noch jetzt später. Also wir sind 2024 Ende, also wir haben Oktober. Und es wird aber erst losgehen, dann, wenn quasi das Wassermann-Zeitalter wirklich in Fahrt kommt, weil es steht auch für Fortschritt, für neue Wege, für neue Errungenschaften. Da wird es noch vieles geben, was wir jetzt uns noch nicht einmal vorstellen können. Ganz besonders mit der Technologie, mit der Energie, Elektrizität und auch neuen Möglichkeiten, Wege, Distanzen zu überbrücken. Also wir werden
Wir werden noch überrascht sein, es geht erst los. Dennoch agiert er gegen sich, wenn er seine Menschlichkeit abschafft, der Mensch. Wenn er seine Umgebung nicht achtet, wahrnimmt und wertschätzt und sie pflegt. Wenn er zur Mutter Natur, das als großes Wesen zu betrachten ist, schlecht ist. Wenn er mit sich selbst schlecht umgeht, der Mensch, und vergisst, seine Grenzen und Bedürfnisse auszudrücken, wahrzunehmen und mitzuteilen. Also da gibt es ganz viele Gründe, wo ich heute reinschreiben würde, aber zutiefst bereue es, so dargestellt zu haben, dass wir Erdbewohner schuld sind für den Klimawandel. Darüber gilt es nochmal nachzudenken. Im Übrigen, ebenso, ich habe das Ganze künstlerisch in einem Wetterbericht verfasst, ist nachzudenken, und damals war ich noch der Überzeugung, dass Wetter Wetter ist, so wie in April, es kommt und geht, davon können wir heute auch Abstand nehmen. Das wissen wir inzwischen, dass das Wetter nicht mehr natürlich ist, sondern gemacht wird zum Teil. Also gut. Und ganz kritisch war ich natürlich, und das hat sich bewahrheitet, jetzt so viele Jahre später, das war schon längst zu sehen, dass quasi alles aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Tatsächlich, ich weiß, jetzt sind wir in einem spirituellen Krieg von Gut und Böse. Sind wir in einem Wirtschaftskrieg? Sind wir in einem Finanzkrieg? Aber definitiv befinden wir uns in einem Krieg, was bedeutet, nicht mehr im Balance zu sein. Also das heißt, nicht mehr im Gleichgewicht. Und dass der Arme und der Reiche sich auf dem in der Mitte ausruht. Das können wir jetzt im Oktober 24 ganz deutlich erkennen. Schon länger, oder? Wo die Mitte wegbricht, der Spagat und der Spalt größer wird zwischen Arm und Reich und die in der Mitte derart geschröpft werden, dass sie es nicht mehr halten können oder nicht mehr lange und nur aus Überzeugung gehalten haben und auch bereit waren, alles dafür herzugeben, alles. Ich bin erschüttert darüber. Ich gehöre nämlich zu dieser Mittelschicht. Mehr im nächsten Video.